Recht herzlich willkommen zur 164. Folge von Simotrans. Ja, wir sind wieder im Spiel. Ich gehe mal hier gerade rein. Weil letztes Mal haben wir natürlich Dinge gemacht, wo ich danach nachher noch beim Wiederkontrollieren gesehen habe, dass ich diesen LKW vielleicht besser auf der Linie gelassen hätte oder auch die weiteren von diesen. Weil das sind LKWs, die älter sind, die habe ich drauf gelassen, ne? So, jetzt müssen wir nur wissen, wo der gefahren ist. Das war, glaube ich, Waldeck. Warte, wir gucken mal gerade hier rein, dann sehen wir das ja sofort. Stadtbus Waldeck West. Da fährt noch der richtige Bulli drauf. Und hier auch, dann war das gar nicht da. Wo waren die Linie, die ich... Achso, das war jetzt Waldeck Floto, muss das sein. Genau, Post Waldeck Floto. Post Lauter Waldeck Floto, da. Da müssen wir den draufsetzen also. Post Waldeck Floto und lassen den starten. Und der hier, der kriegt den Ausmusterungsbefehl, ne? Dann macht das mehr Sinn, oder? So. Der ist auf Nichtladen, fährt noch mit 8 Säcken dahin. Und der andere fährt jetzt wo? Der fährt zum Hafen, ne? Ja, dann gucken wir mal gerade Post Lauter Sonderhausen Floto. Das ist ja auch so eine Verbindungsstraße. Da haben wir den hier am Fahren. Das ist aber neuerer. Dann würde ich dem definitiv auch das gleiche Kommando geben. Ausmustern. Weil der ist ja nicht mehr so fit. Und die anderen beiden, das ist ja hier... Ah, guck, der ist schon weg. Das heißt, der fährt jetzt hier, hat auch 57 Säcke Post geholt. Das war jetzt hier oben wohl. Das ist also alles gut. Der fährt schon wieder. So, hier haben wir dann den MAN. Haben wir da zweimal. Da ist jetzt die Frage. Ja, ich glaube, da lassen wir auch zwei fahren. Nur der ist jetzt halt auch nicht laden. Und der ist jetzt gerade leer, aber der wird dann ja demnächst voll sein, wenn der hier verschwunden ist. So, dann haben wir das schon mal geklärt. So, wie sieht es sonst so aus? Ja. So, Floto. Jetzt ist die Frage, wo haben wir was schon gemacht? Waldeck sind wir durch. Und Floto? Haben wir Floto gemacht? Stadtbus Floto? Fährt noch einer für alles, oder wie sehe ich das? Sieht wohl so aus, ne? Da müssen wir Floto jetzt angehen. Ja, da sind auch reichlich Busse drauf im Floto. Und Post fährt da auch so viel. Dann müssen wir mal gucken, wie groß ist Floto denn so. Hier ist unsere Hauptstelle und da unten ist unsere Hauptstelle. Das heißt, wie machst du das? Also hier ist ja der Bahnwechselplatz, ne? Und hier ist der Dingenswechselplatz. Dann würde ich sagen, machen wir Floto da. Dann würde ich sagen, wir machen drei Linien wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 1, ja, dann machen wir. Na, das machen wir gerade hier zu erstmal. So, wir haben jetzt hier den Verkehr. Wir haben 8 Bushaltestellen. Das heißt, wir machen 4 und 4 und machen eine Verbindungslinie. Ich denke, das macht Sinn. Weil wir müssen sowieso das Personal von hier nach da schaffen. Das würde auch bedeuten, wir schaffen von diesen Haltestellen zu diesen Haltestellen die Leute über die dritte Linie. Das macht vielleicht Sinn. So. Der hat noch 9 Leute da auf Linie. 9 Säcke. Und wir machen jetzt hier eine neue Linie erstmal auf. Neue Linie von da nach da. So, haben wir.
Da muss jetzt, achso, die Linie müsste vielleicht noch einen Namen haben. Durchgangsverkehr. Da wissen wir, was gemeint ist, oder? Ja. Schuss. So, dann machen wir hier. Den haben wir ja schon. Einen von denen da drauf. Weil der muss ja die Post von hier nach da bringen, die hier eingesammelt wird, ne? Oder haben wir bei Floto eine Post? Ne, da haben wir keine Post. Doch, da, ne, Lauter. Lauter ist tot, die Linie, okay. Das heißt, der geht auch auf Floto-Durchgangsverkehr. Zack. Starten wir den. Jetzt kommt der da gleich raus, oder? Oder war das hier vorne schon? Das war nicht, das ist, würde mich jetzt gerade mal nur interessieren, ob der gleich schon was mitnimmt. So. Dann machen wir eine Linie, neue Linie. Und zwar Floto Süd sozusagen. Fährt dahin. Fährt dahin. Fährt dahin. Fährt dahin. Fährt dahin. Fährt dahin. Und fährt dann wieder zur ersten. Ja, das passt dann schon. Das nennen wir dann Stadtbus Floto Süd. Passt. Und da gibt es einen Bulli drauf. Und den kleinen Bus. Hat Floto Süd. Floto Süd gibt es jetzt hier nicht, oder was? Ach, Stadtbus, ja. Starten und den. Floto Süd starten. So, das haben wir. Dann müssen wir die Floto-Linie nur umbauen. Der ist schon mal leer. Dann mussten wir den mal aus. Und den mussten wir auch aus. Und den muss dann mal auch aus. Gut, warum da so viele fahren, weiß ich jetzt nicht wirklich, ne? Okay, da gibt's einige. Ach so, wegen dem, naja, da müssen wir vielleicht den, da müssen wir die, den Durchgangsverkehr müssen wir nachher noch beobachten, ne? Weg. Nicht laden und ausmustern. Aber das macht er ja schon automatisch, wenn ich das anklicke eigentlich, oder? So, Stadtbus Floto, Linie ändern. Ich glaube, wir machen mal hier auch den hier erstmal noch weg, oder? So, und dann machen wir diese Linie. Ne, die wollte ich jetzt nicht anklicken. Die wollte ich, den wollte ich anklicken. So. Das ist oben der Hafen. Das ist richtig. Das heißt, hier kommt ein Einfügen hin, wieder zum Hafen. Dann machen wir zur Klosterstraße, das ist richtig. Und hier machen wir wieder ein Einfügen zum Hafen. Und das war's schon. Ne, Floto, Platinweg muss noch hin. Haben wir schon. Das heißt, Efeuweg weg. Efeuweg weg. Römerstraße ist auch wegzunehmen. Triglavstraße auch weg. Platinweg ist da oben schon, ne? Ja, auch weg. Und Klosterstraße auch weg, weil schon oben. Und an der Bibliothek, wo ist das überhaupt?
an der Bibliothek ist da rechts weg. So, Allachstraße, das ist ganz unten, die brauchen wir auch nicht, weil wir ja den Durchgangsverkehr haben. So, Leum an der Bibliothek, Kloster und Dingens und jeweils immer zurück, passt. Jetzt ist das richtig. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das mit denen hinkriegen. Ne? Die sind schon alle zugegangen. Ja. Er fährt mit 85 Sack Post durch die Gegend. Wer ist das? Durchgangsverkehr hat keine Post, okay. Fährt er, der fährt jetzt nach oben, schnappt sich da die Post, aber bringt die nicht nach unten, weil zurzeit keine Post da ist. Naja, okay. Hier ist noch ein leerer Bus. Ausmustern. Und jetzt müssen wir mal gucken. So, das können wir mal erstmal nach oben benennen. Das ist ja jetzt Nord. Und Flotto-Durchgangsverkehr ist hier und hat noch keinen Stadtbus. Dann würde ich sagen, nicht laden. Und den setzen wir dann da gleich drauf, oder? Wenn er dann leer ist. Und den vielleicht auch noch, ne? Der ist leer, das heißt, er fliegt jetzt runter. Hat natürlich gerade drei Leute aufgenommen, aber naja, dann ist das so. Und jetzt bin ich am Überlegen, wir haben jetzt hier... Vielleicht sollten wir da noch einen auf diese Linie setzen, der dann auch frisch ist. Das ist Flotto Nord. So, der fährt dann da drauf los und der darf auch starten. Der ist jetzt leer, ne? Das heißt, der kriegt jetzt auch eine neue Linie. Der kommt auf den Durchgangsverkehr. So. Und darf wieder laden und den beobachten wir natürlich auch. Das gleiche gilt für den auch, der ist auch schon leer. Dann heißt es, der kommt auch auf den Durchgangsverkehr. Das war knapp vorbei. So, und laden darf der auch. So, die beiden sind klar. Der ist schon auf dem Durchgangsverkehr. Und der darf nicht laden, der fliegt da auch noch runter. Und tschüss. Der ist raus. So, die Linie ist passend. Nord und Süd ist auch passend. Ja, jetzt dürfen die da Geld scheffeln. Und Durchgangsverkehr sieht so aus. Ja, das ist auch gut so. Und da, guck mal, der ist schon der erste voll. Wo ist denn der jetzt gestartet? Da unten, ne? Okay, die haben auch einige da drauf. Das passt dann schon. Okay, das heißt, das können wir definitiv zumachen. Ja... Fährt noch keine Post durch die Gegend. Ich glaube, das können wir auch erstmal zumachen. So, jetzt gucken wir hier. Der hat noch 18 mitgenommen. Okay. Und der 92. Die fahren auf jeden Fall. Obwohl, den hätte ich jetzt gerade noch gucken können. Ne? So, wir verfolgen gerade den. Der hat aber keine Post gekriegt. Dann wollen wir auch nicht mehr verfolgen. Durchgangsverkehr mit 18. Und der andere ist da gerade auch. Und jetzt hat er 92. Und wie viel hat der vorherige? Auch 92, okay. Und wir sind an der Haltestelle. Döbelnwald, Weghafen. Nee, Flotto. Aha, das sind 222, die runter müssen mit dem Durchgangsverkehr. Das ist schon mal eine gute Zahl. Und dann fahren wir da zweimal runter und alles ist gut. Die Post, tja, die läuft irgendwie da gerade auf dem Stück nicht. Ja, wird sich auf Dauer irgendwie ergeben, dann werden wir das schon sehen, denke ich mal. Gut, wie wir stehen hier? 199. Davon wollen nach Norden 65.
Die anderen wollen woanders hin. Ja, ein paar Floto-Intern sind auch noch da. Kriegen wir schon hin. Ja, der fährt jetzt leer, das ist aber so. Das werden wir auf Dauer auch irgendwie in den Griff kriegen, denke ich mal. Gut. Aber dann würde ich sagen, soll es für diese Runde schon wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr Informationen wollt, wann das nächste Video hochkommt, drückt die Glocke. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.